Wie gesagt, herzlichen Dank, dass ihr da seid. Und es ist meine zweite Lesung. Das heißt, ich bin ein bisschen aufgeregt, also schicke ich mich mal durch. Und ich lese, wie gesagt, vor aus Menschenkind von Toni Morrison. Im Original heißt es Beloved. Und ich hoffe, die Übersetzerin ist nicht hier, weil wer auch immer auf den Gedanken gekommen ist, das zu übersetzen mit Menschenkind oder auch manche andere Sachen, die hier übersetzt sind, da stellt man sich manchmal Fragen. Ich habe schon angefangen, mir irgendwie so Notizen in diesem Buch zu machen, um das irgendwie ein bisschen umzubauen, aber das habe ich dann relativ schnell aufgegeben. Das heißt, wenn ich gleich irgendwie beim Vorlesen stocke oder mich verlese, hat das selbstverständlich nur damit zu tun, dass ich mich über die Übersetzung aufrege. Nichts anderes. Also es geht um Folgendes. Toni Morrison schreibt immer sehr komplex. Und meistens ist es so, dass am Ende vom Buch erst wirklich klar wird, warum bestimmte Dinge passiert sind, in welchem Verhältnis bestimmte Personen zueinander gestanden haben. Das heißt, wenn ich jetzt eine Stunde vorlese, dann ist natürlich das Risiko, dass einige Stellen relativ unklar sind. Ich habe jetzt eine Stelle ausgewählt, ziemlich vom Anfang des Buches. Ich erzähle euch ganz kurz, was vorher geschah. Also, Seppe ist eine Frau, die der Sklaverei entflohen ist. Und das Buch spielt in Amerika zur Zeit der Sklaverei, als gerade die Nordstaaten die Sklaverei abgeschafft hatten und in den Südstaaten sie noch existiert hat. Viele Sklaven sind damals auf dem miesesten Abweg in die Nordstaaten geflüchtet, so auf Seppe, die Hauptakteurin in diesem Buch. Und sie hat ihre drei Kinder schon vorgeschickt gehabt, hat halt die Passage der Kinder sozusagen eingekauft, hat sie in so einen Wagen drüber geschickt. Und sie selbst war halt hochschwanger, als sie die Grenze überquert hat, nach Ohio in Deutschland. Und dann ist sie aber verfolgt worden von den ehemaligen Sklaven, von den ehemaligen Besitzer, ja, schönes Wort, oder, von Menschen. Und als der dann zu ihr gekommen ist, sie sozusagen gefunden hat, hat sie aus Panik angefangen, ihre Kinder umzubringen, weil sie ihre Kinder, ihre kleinen Kinder vor der Sklaverei bewahren wollte. Das erste Kind, was sie umgebracht hat, war gerade frisch geboren, ein paar Monate alt. Und dieses Kind hat sie dann beerdigt und auf dem Grabstein hat sie, weil sie sich nicht mehr leisten konnte, nur ein einziges Wort draufgeschrieben, das ist Beloved, das heißt Geliebtes oder Geliebte. Und eigentlich heißt so auch das Buch. Und wie gesagt, seltsam, dass es zum Menschenkind geworden ist. Auf dem Grabstein Menschenkind. Und die Situation ist jetzt folgende. Die zwei Jungs sind weggelaufen und Seppe wohnt allein im Haus mit ihrer Tochter Denver. Vorher war die Großmutter noch da, sie ist ebenfalls gestorben. Das ist alles passiert am Anfang des Buches. Und zwar sind die Jungs weggerannt, weil es spukt in diesem Haus. Da passieren die seltsamsten Dinge. Bilder fliegen von der Wand, Stühle, Rücken, Sachen fliegen aus dem Kühlschrank raus. Also wirklich, es spukt einfach. Und die beiden Frauen, Seppe, die Mutter, und Denver, die Tochter, sind dabei, sich damit abzufinden. Und ihre Theorie ist, dass das, was da spukt in dem Haus, der Geist des Babys ist, was Seppe umgebracht hat. Und zwar hat sie das umgebracht, indem sie dem Kind die Kehle durchgeschnitten hat. Auch ziemlich am Anfang des Buches erscheint dann ein alter Bekannter von Seppe, Paul D. Paul D. war einer von den Männern, die zusammen auf der Farm mit Seppe gearbeitet haben. Sie war das einzige Mädchen damals bei einem Sklavenhalter. Und es gab auch einige Jungs, einen davon hatte sie auch geheiratet. Und dieser Paul D., ehemaliger Freund von ihr, taucht halt vor der Tür auf bei ihr. Und jetzt sind es also Seppe, ihre 18-jährige Tochter Denver und der ehemalige Mitsklave von Seppe, Paul D. Und die sind in diesem Haus, in dem es spukt. Ich komme gleich zur Vorlesung. Und die freuen sich an und auf einmal steht eine seltsame Frau bei denen vor der Tür. Eine Frau, die sehr seltsam spricht, sehr seltsam aussieht, ganz komisch gekleidet ist, wahrscheinlich spricht, gurgelt, von der man nicht weiß, woher sie kommt, wohin sie will. Diese Frau hat Durst und leidet Not und wird von Seppe, Denver und Paul D. aufgenommen. Und als sie sich fragen, wie sie heißt, sagt sie, dass sie Menschenkind heißt.
so die Welt. Und diese seltsame Frau, von der keiner weiß, woher sie kommt, die Beloved heißt, lebt jetzt halt im Haus bei Seppel, den Baum, Paul. Und das ist der Punkt, an dem ich ansetze. Sekunde, ich muss noch schließen. Konnte man einigermaßen folgen.